Kapitel 4. Die Rückkehr nach Northrend. 3 Wochen später wirft König Arthas angeschlagen flotte Anker. Kapitel 4. Die Rückkehr nach Northrend. 3 Wochen später wirft König Arthas angeschlagene. Seine angeschlagene Flotte. Flotte Anker. Flotte Anker. Hä? Ich versteh's immer noch nicht. Mann, seine Flotte. Ja. Seine angeschlagene Flotte wirft Anker. Ach, ja, ich check das nicht wegen dem S, wegen Arthas. Darum hab ich das nie verstanden. Ich dachte, König Arthas wirft angeschlagene Flotte Anker. Vor der eisigen Südkälte nachbrett. Scheiß Anfang, Emma! Die Anker sind voll angeschlagen, aber flott. Der wirft angeschlagene flotte Anker. Nee, ja. Der wirft angeschlagene Anker ganz flott. Genau, so ist gut. So, gut, alle, die jetzt schon abgeschaltet haben. Oh. So. Northrend. Mir scheint, als wäre ich ewig nicht hier gewesen. Etwas da draußen bedroht den Lichtkönig. Wir müssen schnellstens die Eiskrone erreichen. Mein König, zuerst müssen wir hier einen Stützpunkt errichten. Doch auf dieser Insel gibt es fast keine Rohstoffe. Was zum... Sie sehen wie Hochelfen aus. Was machen die denn hier? Prinz Arthas, wir sind Blutelfen. Wir haben geschworen, die Geister von Kel'Thalas zu rächen. Dieses tote Land soll eine Katharsis erleben. Northrend gehört der Geißelelf. Es war ein schlimmer Fehler, hierher zu kommen. Tötet sie. Vorwärts für die Geißel. Tötet sie in Nersus Namen. Wer zum... Danke für die Unterstützung, Mächtiger. Der Lichtkönig schickte mich euch zu Hilfe, Todesritter. Ich bin Anubarak, der alte König von Asylnerum. Ich schätze eure Hilfe, Anubarak. Doch wir haben keine Zeit zum Plaudern. Wir müssen Eiskrone schnellstens erreichen. Hallo und herzlich willkommen zu dem schlechtesten Anfang und dem Let's Play von Warcraft 3. Wir sind Rigid. Lehr nicht dazwischen, Arthas. Talk me nie wieder between, ja? Also. Alter, das war meine größte Scheiße, die von allen. Ich fand's voll lustig. Ja, aber ich. Okay. Ja, wir sind Regent Tower Games, ich bin nicht Jonas Brotten und kann nicht lesen und das ist Gonias. Und ich habe hier komischerweise Level. Hä, warum bist du nicht Level 10? Ach, du stufst dich jetzt zurück. Ja, genau, weil ich so angeschlagen bin. Und wir haben einen neuen Helden, Anubarak. Ich fand den so geil. Ne? Er kann aufspießen, lässt den Boden unter den enormen Klauen des Gruftlords erbeben und schießt Stacheltentakel in einer geraden Linie ab. Dann hat er außerdem Stachelpanzer, er ist halt Vollverteidigung. Und das beste, Aaskäfer. Aus Leichen gemacht er Käfer. Kannst du bitte nochmal kurz über diesen Stachelpanzer fahren, denn es ist nicht nur Abwehr, sondern man wirft den Schaden auf Feinde zurück, wenn die Nahkampf angreifen. Das ist nämlich sehr cool. Und unsere erste Aufgabe besteht darin, was ist des Schattens Begehr? Zu katzen. Und neu, die Spinnen können sich jetzt eingraben. Sprecht, Dummkopf. Echt? Stand das so gerade? Ja. Ja, wir müssen als erstes den Stützpunkt hier irgendwie zerstören, damit wir da wahrscheinlich selber stützpunkten können. Ja. Aber dafür müssen wir in die Schiffe, wenn ich das richtig sehe, ne? Ja. Oh, ey, hier, guck, ey. Untotenkriegsschiff. Die kennen wir gar nicht, auch die Schiffe von den Untoten jetzt, ne? Ja. Süß. Faszinierend. Oh, schnell. Du stehst auf so Fähigkeiten, wo aus den Leichen Sachen rauskommen. Ja, das ist das Beste, ey. Beste, ich schwör. Alter, wie heftig. Ja. Ja, das Level kenne ich hier noch irgendwie. Das ist die Black Pearl, die ihr da seht? Ja. Die gibt es gar nicht. Die Black Pearl? Nee. Oh. Schon hat jeder fünfte früher sein Schiff Black Pearl genannt, weil es einfach ein geiler Name ist. Ui. Das ist so wie John. Und die sollen... Dusch. Unsere Streitkräfte werden ansprechend. Dummkopf. Töten! Das ist bestimmt nicht schwer jetzt, mach oder? Mal, irgendwas mit dem neuen Hilfe. Helden. Das ist schon besser. Hier, das sehen wir voll das. Geil, die Fähigkeit. Da kommt so. Ja. Geil. Ich hab's nicht gesehen. Ich liebe den Helden. Das war bestimmt cool. Kommen Stacheln aus dem Boden, die werden hochgeworfen und kriegen mega viel Schaden. Krasse Scheiße ist das. Krasser Shit. Die können auch von da aus angreifen. Ja, das wollte ich Ihnen auch gerade sagen.
Was ist es diesmal? Ja, die Käfer kommen ja automatisch. Nein! Jetzt hast du nur noch die Spinnen und die zwei Helden. Das ist cool, dass die automatisch die Netze machen. Nicht wie die Räuber bei den Orks, sondern die machen automatisch die Flugeinheiten ja, auf den Boden. Das ist ja schon bekannt, ne? Ja, wollte ich nur mal sagen, dass das cool ist. Die mega fette Käfer ist. Das war ja immer noch. Ich kann mich immer nicht entscheiden, wer mein Lieblingsheld ist, aber er ist auf jeden Fall dabei. Er ist auf jeden Fall einer der coolsten. Artiline, du wirst ja ganz schön angegriffen. Arti. Ardi. Hey Ardi, wie geht's? Niemand erteilt mir Befehle. Die. Das ist schon besser. Ja, aber ich wurde ganz schön angeschlagen. So wie die Anker. Mann, das sind angeschlagene flotte Anker. Was ist daran so schwer? Und damit wirft er rum. Siehst du, ey, da guck mal. Geworfen. Ey, guck mal. Unsere Streitkräfte, da steht etwas rum und macht nichts. Du hast nämlich noch mehr Einheiten. Wo denn? Ja, genau da, wo du gerade guckst. Und wo macht da einer was nicht? Ja, gut, jetzt schon, aber trotzdem, du hast die ja noch, kannst jetzt in das Team nehmen. Ja, wozu? Hab ich doch hier. Was ist so, das sind die Leichen in der Flash war. So, ich bin schon gespannt, was dann meine Aufgabe ist. Meine Aufgabe. Die Stimme ist auch so cool zerhäckselt von dem Nero. Anub. Aber er ist ja ein Pharao, ne? Was? Ja. Anub ist eh pharaonisch mäßig. Und wenn du dir einen anguckst. Es ist halt ein Dings, ein. Wer ist denn noch Skarabeus oder nicht? Ja. Und wenn du seine Fresse anguckst, ist das auch so ein Pharaonen-Dingens. Ja, da geht das nicht. Du musst ihn von außen. Ja, nee, es sieht aus wie so ein Nashornkäfer da. Ich hatte da immer irgendwas, was mich auch an Pharaon erinnert hat. Niemand. Aber egal. Hier sind irgendwie Fässer. Hier ist ja die Menschen lagern da, die Blutelfen haben da drin den, den Alkohol gelagert. Yay! Aber das war's natürlich noch nicht. Was ist das? Starten diese des Editors. Elfen sind jämmerlich. Kein Wunder konnten wir ihre Heimat so leicht zerstören. Leider war ich nicht da, euch aufzuhalten. Es ist lange her, Arthas. Prinz Keltas. Spüren. Euch habe ich nicht gesehen seit. Ihr führt diese Elfen? Ja. Jedenfalls diese Gruppe. Ihr hattet es hier lediglich mit einem Spähtrupp zu tun. Lord Illidans Armee zu besiegen dürfte schwieriger sein. Illidan? Er steckt hinter dieser Invasion? So ist es. Unsere Streitkräfte sind riesig, Arthas. In diesem Augenblick marschieren sie zum Eiskrone-Gletscher. Ihr werdet euren kostbaren Lichtkönig nicht rechtzeitig retten können. Betrachtet es als Buße für Kel Talas und andere Frevel. Ich kenne diese Stadt Frevel nicht. Beeilung! Meine Feinde rücken näher! Unsere Zeit ist fast um! Pussy, ey. Seid ihr wohl auf, Todesritter? Meine Macht wird schwächer, aber es wird gehen. Er hat recht. Wir kommen niemals rechtzeitig zum Gletscher. Wir könnten einen anderen Weg einschlagen, Todesritter. Tief unter uns liegt das uralte und verwüstete Königreich Asiolnerum. Zwar erlebt es dunkle Zeiten, doch wir könnten dort eine direkte Abkürzung zum Gletscher finden. Jetzt weiß ich's. Wir haben keine andere Wahl. Ihr voran, Anubarak. Jetzt weiß ich wieder, was Pharaonen ist. Er hat einmal am Kinn diesen komischen Bart-Dingsbums-Dingsdongs und er hat auf dem Kopf diese komische goldblau gestreifte Mütze auf. Das hier klingt echt scheiße. Okay, wir müssen irgendwelche Wächter töten. Aber wir werden bestimmt. Ach so, wir. Nee, hä? Werden wir hier angegriffen? Ja, klar, die Blutelfen werden dich nicht. Obwohl, das sind jetzt sicher nicht. In der Nähe lebt ein Drache in den Hügeln. Die Kreatur könnte Artefakte besitzen, die uns auf unserem Marsch beschützen mögen. Das machen wir natürlich, ne? Ja. Saphiron, den kenne ich irgendwie. Ja, den kennt man auch.
Das ist der von Day of the Dragon. Day of the Dragon. Lasst euch das hier. Alter. Aussaugen. Was ich hier alles finde. Für das Königreich der Spinne. Ne? Was ist das diesmal? Ausbau abgeschlossen. Endlich. Ausbau abgeschlossen. Gut, dass ich dabei auch nichts mache. Aber ich bin da ein Fernkampfeinheit, die mega langen Angriffsgeschwindigkeit. Ich krieg aber Goldmünzen und Holz. Ja, macht es lieber mit Arthas, der haut das viel schneller um. Aber naja. Haben wir halt 730 Millionen Minuten verbraucht, um komische Sachen zu machen. Das sind noch mehr Fässer, ich glaube. Die bleiben für immer oder was? Geil! Die Käfer bleiben für immer. Die würde ich auch nicht einfach so losschicken in den Tod. Geil! Euer Befehl. Meister. Say what? Ich hacke gar kein Holz. Aber ich bin noch doof. Mein Schicksal ist besiegelt. Hey, warum mache ich denn das zuerst? Naja. Steuerwille geschehe. Warum was sagst du M? Ja, ja. Wollen wir so tun, als würde ich irgendwas sagen. Für den Lichtkönig. Das ist nichts Lose drin. Heim wird euch Mana Role. Mana, ah, ey. Endlich. Ja, so heilen, das ist heilen. Schon besser. Hm? Endlich. Keinen Sinn? Was? Mein Leben was für Nersul. Ja. Ja. Du hast Mana Rolle bekommen, hat es schon Mana Trank. Also hast du viel zu viel Mana, eigentlich bräuchtest du Heiltränke oder sowas, aber dann kannst ja, du. Ja, du hast alles doppelt gesagt, das hat mich irritiert. Ja, weil du es zweimal hast. Ja, Meister. Zweimal Mana, also kannst du heilen. Also ich baue hier alles so voll, aber jetzt geht nicht mehr. Euer Wille geschehe. Ich traue mich nicht, das jetzt hier schon zu machen, weil ich brauche erstmal Gule zum Holzhacken. Ja und? Das hat damit ja nichts zu tun. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das hier alles so läuft. Richtig. Das hilft mir nämlich auch nicht so. Tja. Jetzt guck dir mal deinen scheiß Anub-Barack an. Dreh den mal hierher. Da guck, diese Mütze. Und da unten hat er auch so ein Bartdingens. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Da sieht man in dem Bild nur ganz bisschen. Eben in dem Video hat man es voll gesehen. Wusste ich doch, dass ich nicht doof bin. Ich wusste doch, dass ich nicht doof. Ich wusste doch, dass ich nicht doof bin. Guck mal, wie viel Gold ich habe, Alter. I'm the King of the Road. I'm the King of Rock'n'Roll. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Das geile Lied. Hm. Ja. Deine Mutter ist ein geiles Lied. Danke. So, mal gucken. Wo es doch deine Großcousine ist. Doch, die ja, unsere Mütter sind doch gegenseitig Großcousinen. Das stimmt. Das bedeutet jetzt wahrscheinlich irgendwas ganz Ekliges. Wenn man gegenseitig Großcousine ist, das ist nicht möglich. Guck mal, ich werde von Naga angegriffen. Das ist Schlangenmenschen. Wer zum Teufel sind die? Gut, dass ich gerade die Käfer weggeschickt habe. Ich habe ihresgleichen noch nie in Northrend gesehen. Steht doch drüber, Illidans Streitkräfte. Bettina! Ah, und reparier den. Stimme jetzt! Endlich! Fettwerfer! Ich wünsche nur zu dienen. Forschung abgeschlossen. Okay, ah. Wir brauchen also einen. Einen Boot? Ja, ich geh mal hier lang. Die können erkunden, du! Die können so lange erkunden! Ja! Oh! Hier da ist der Drache. Da geht's zu den Drachen. Die können den ja eh nicht angreifen, dann bringt das ja nichts zu. Ganz kleine Spuren! So, Leute, ich hol mir jetzt ein Glas. Das war mir jetzt zu viel. This is so fucking funny. So, mal gucken. Hier ist auch nix. Ach, dann müssen sie doch zu den Drachen gehen. Ausbau abgeschlossen. Obwohl die errichtet mehr Toten grüne Augen haben. Ich beuge mich eurem Willen. Mein Schicksal ist besiegelt. Rennt! Rennt! Guck mal, hier ist er einfach schon wieder. Da würde dann Saphiron stehen. Das da. Ist er. Nee, auch nicht. Alter, wie riesig ist er? Ach, der ist auch schwarz, stimmt ja. Okay. Oh. Jetzt hab ich dir alle einfach mal in den Tod geschickt, ich weiß gar nicht warum. Aber du musst, ne? Meister.
Na gut, genug Spinnen hast du ja, also eigentlich Wurst, ne? Kannst mir mal bitte den Provinzschlucker hier? Ja. Also ich weiß ja irgendwie nicht, von wo überall die Gegner kommen, weil von hier unten wäre voll komisch. Fliegen, ne? Die können fliegen. Ich muss mal... Gehen auch hier lang fliegen, im Wasser fliegen. Hä? Okay. Hier ist der Weg versperrt. Und? Seismische Beben. Was quält dieses Land? Ja, wir wissen's. Uff. Das ist doch jetzt wahrscheinlich, weil Illidan versucht hat, das kaputt zu machen, ne? Hat das ein bisschen was abgekriegt. Das Land. Das Boot hätte es auch mal reparieren können, ey, das arme Schiffi. Ja, guck mal, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite, muss mir hier keine neuen Schiffe holen. Ich bin so schlau wie ein Klabastermann. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Was ist ein Klabautermann? Irgendwie ein Kobold auf dem Schiff, oder nicht? Ja. Wusste auch noch, dass es irgendwas mit dem Schiff zu tun hat, aber jetzt kann ich... Wo kommt ihr denn jetzt her? Mit einem Zeppelin. Alter, was für Sacke! Ey, der hat einen Ghoul-Holzhacker getötet. Mann, ey. Schlimm, ne? Ach, durchs Wasser können die Nager nicht durch ein Dach... Ah, immer. Stimmert. Kann das irgendjemand verstehen? Durch das Wasser... Die Nager können durch das Wasser... Stimme kriegen. Ey. Jetzt ist noch schlimmer. Was soll das? Plötzlich kommt hier so ein Kriegsschiff angefahren. Hier kommen die ja auch natürlich auch durch. No. Aber das ist voll gut, dann kann ich die töten, die. So. Ja, der kann die ganze Zeit Käfer da produzieren beim Friedhof. Geil, guck mal, wie viele da schon stehen, ey. Hoffentlich taugt und die auch, na gut, das ist ein bisschen doof. Aber das ist Mana-Verbrauchung. Und sollte sich hier hinten hinstellen. Ja, das ist. Wo ist mein Akku? Ich beuge mich eurem Willen. So was hier noch. Ein schöner Turm, an dem Fleiß hängt und das sich drehen tut. Vorsicht. Vorsicht, nicht hier Warcraft in den Dreck ziehen. Oh. Wo soll mein Blut vergossen werden? Eine Opfergrube brauche ich nicht. Er hat doch gerade gefragt, wo sein Blut vergossen werden soll. Also tust du auch eine Opfergrube dahin. So, jetzt hätte ich schon mal ein Team. Das ist schon Sag es mit Milka. Mit S mit Milka. Sehr gut. Errichtet mehr Ziggurats. Ich brauch mehr Ziggurats. Mein Leben für Ner'zhul. Das ist gut, dann hast du auch mehr Türme, ne? Euer Wille geschehe. Da. Unerhört. Einfach in die Holzhacker rein. Einfach. Stimmt ja nicht. Nein, ich meine ja, dass die dich da die angegriffen haben. Ach so, da. Ja. Das ist unerhört. Die Lebenden zu Tode erschrecken. So, das haben wir, glaube ich, schon 50.000 Mal wiederholt. Kann das sein? Oder ich? Boah. Alles gut nachgemacht? Schick mal die Skelette los, dann sind sie wenigstens nicht von... Ja, aber wohin? Die können irgendwo hin, wegen Wasser. Das ist einerlei. Zu den Drachen. Und nee, das geht auch nicht, die sind Luft. Ja, ich muss jetzt warten, bis das... Also ich versuche jetzt Worte wie einerlei und Jammerlappen öfter zu benutzen. Mhm. Das ist cool. Oh. Was? Hi. Da ist irgendwas Rotes. Was ist das? Endlich. Abgeschlossen. Was ist das Rotes auf der Karte? Ja, was hier, Schiffe oder so. Keine Ahnung. Ah, ist auch scheißegal. So, ich brauche Bewachung. Kuchi, du wirst angegriffen. Echt? Ja, bei den Schiffen. Das will ich jetzt mal sehen. Alter, die kriegen voll auf die Fresse, weil die keine Luft anhalten. Das große Schiff. Der Elternabend. Oh, hoffentlich kannst du das Rapper reiten. Ich hoffe ja gar nicht, dass es sich rettet. Ran, Untotenschlachtschiff, ran! Niemand erteilt mir Befehle. Och man. Das arme Friendship. Meine Armee kommt nicht durch. Oh nein. Hallo. Und so ist die Friendship zu Ende gegangen. Toll, jetzt muss ich die alle neu kaufen. Endlich.
Hä? Weil er wieder getötet wird. Was soll das? Wenn nur eine Einheit an, dann kriegen die richtig aufs Map. Ey. Alles scheiße, nur weil ich die Schiffe da oben hingestellt habe. Weil die Spinnen da nicht rankommen. Jetzt aber. Die hätten den. Das machen die automatisch, die waren nur zu weit weg. Super, ey. Super, klasse. Das mache ich jetzt auch anders. Was machst du jetzt? Frostborn hat Hunger. Eigentlich dürfte er jetzt gar keine Banshees mehr haben. So aus Sylvanas Gründen. Ich brauche noch Skelettlanglebigkeit. Forschung abgeschlossen. Was machen die denn da? Stehen. Was ist das diesmal? Die Käfer würde ich als Verteidigungs nehmen. Ja, Vorsicht! Ja. Ich wünsche nur mehr dies, mehr das. Ich weiß immer nicht so, wo ich das hinmachen soll. Ich gehorche mit Freude. Abgeschlossen. So, ich gehe jetzt einfach los. Ich mag diese Spinnenstimmen. Ja. Spinnenstimmen. Ach. Alter, wie viel er machen muss, ne? Er hat bis jetzt alles gemacht. Wir nennen die ganze Zeit nur so Gold, beschworen oder wie man das nennt. Macht er es jetzt? Gott. Nein, sonst würde er wobbel machen. Mein Leben. Es geht nicht viel zu weit weg und das ist ja die scheiß Schiffkacke. Funktioniert einfach nicht. Da will ich nicht gerne mitfahren. Ich beuge mich eurem Willen. Ey, warum machst du das nicht automatisch jetzt? Mein Schicksal ist Schiff halt, ne? Die sind immer ein bisschen verbuggt. Guck mal, da ist was Lilan ist. Hä? Wo? Auf der Karte ist das Lila. Im Orient ja, vielleicht. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Im Orient, wo jeder meinen Namen kennt. Das ist schon besser. Da bin ich sehr berühmt. Das hab ich nicht verdient. Oder so. Irgendein komischer Sound kommt da. Fand ich so lustig früher. Ja, das war auch ein super Lied. Besonders wenn dann irgendwas ins Klo fällt, das ist super lustig. Ja, irgendein Edelstein. Ja, der Ehering von Amor. Weil, nein, er ist ja irgendwie der Sohn vom Scheich oder so. Und ist eigentlich voll reich. Was habe ich nie verstanden. Also hab ich da je drüber nachgedacht. Ich wusste nicht mal, was der Orient war früher. Ja, er ist irgendwo sehr berühmt, super. Und was auch richtig geil war, war, hallo, ich bin im Fernsehen, hallo Mama, hallo Papa und so, ne? Hallo. Nein, so geht das nicht. Hallo Mama, hallo Papa, hört ihr mich? Ja, genau. Hurra, hurra, wir sind im Radio. Genau wie ich. Ich weiß nicht, was genau. Ja, Entschuldigung. Ja, alle Leute, die Rolf Zukowski früher gehört haben, sind cool. Ja, aber haben eh voll viele Leute. Uns ausgeschlossen. Also ich ja, kenne cool. Sehr wenige Leute, echt? die Rolf Zukowski kennen. Ah, endlich. Vor allem diese Verkehrslieder. Ja. Mein Platz im Auto ist hinten. Im Sitz lehne ich mich zurück. Nicht zurück. Oh oh. Ui. Da gibt's auch sehr schöne Covers von den Weißen Steinen. Hä? Nicht? So eine Sobi-Maske. Stell dir mal den Käfer mit der Maske vor. Witzig, ich lache mich endlich tot. Wozu machen wir das hier gerade nochmal? Für den Drachen. Der hat tolle Relikte. Also, aber ich könnte den auch mit einer Banshee mir holen, oder nicht? Den Drachen kriegst du nicht, den sollst du töten. Und warum, wenn ich mir den nicht einfach hole? Weil der zu groß ist, der hat ein zu hohes Level. Sicher? Bin ich ihn schon. Aber nicht. Ich glaube, man könnte es doch mal testen. Ja, aber dann kriegst du ja nicht das Relikt, was er fallen lässt, wenn er spielt. Ja, aber dafür einen ultra heftigen Ultradrachen. Ja, das funktioniert eh nicht, das der ist so schon heftig. Besser. Ich hab Angst. Versuch mal. Ich will mal wissen, ob das geht, weil ich mir eigentlich so sicher bin, dass das nicht geht. Alter. Ihr wagt euch in meine Höhle? Ich bin Saphiron, der alte Diener des Zauberwirkers. Nennt mir euer Begehr.
Leider haben wir keine Zeit zum Plaudern, großer Würm. Wir sind gekommen, um euch zu töten und die Artefakte zu stehlen, die ihr im Lauf der Jahrhunderte gesammelt habt. Ehrlichkeit. Wie herzerfrischend. Niemand fordert Saphiron heraus und überlebt. Ich hab das gar nicht erforscht. Nicht mal Mana Mann. Hättest du auch noch nicht. Und das auch noch. Jetzt werde ich gerade auch noch angegriffen. Geht nicht. Alter! Herbert!